Einen wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe im Booster-Streckenpass. Wir spielen natürlich Grand Prix, ich Idiot. Gott, ich voll im Online-Modus. Warte, wie scheiße ist das lange her? Warte mal, was habe ich denn? 150, ne? Ja, doch. Freunde, es gibt neue Charaktere. Die fünfte Welle ist raus. Und ja, ich habe das hier verzögert, hochgeladen. Also im Sinne von, ne, nicht zum Release. Da lief halt noch ein anderes Let's Play. Ja, gut. So viel dazu. Kurz und knackig. Es gibt neue Charaktere. Mutant Tyrannia aus Mario Kart Double Dash. Wiggler aus Mario Kart 7 und ganz neu dabei Carmack. Alter, wie geil ist das? Bin mega gut. Ich spiele heute Wiggler. Was passt? Himmel, das sieht nicht gesund aus. Wiggler ist so groß. Und steil. Also, kinderfreundlich. Warte mal, wo setze ich denn den mal drauf? Oder rein? Das sieht ja alles. Das ist ja. Das finde ich süß. Im Pünktchen-Card. Hatten wir schon oft, aber hilft nichts. Ich gehe. Oh Gott, Schwamm. SpongeBob, Schwammkopf. Oh Gott, das sieht. Auch eher nach. Na, Disability aus. Aber irgendwie hat es auch was. Oh, das finde ich stylisch. Mit den roten Reifen, also mit den roten Retro-Reifen. Ja gut, aber er hat orangene Flecken. Lukas, jetzt verbring nicht so lange im Menü, wir wollen die neuen Strecken. Ja, ich weiß. Ist ja auch alles... Hier, komm, wir nehmen jetzt den Schwamm. Wir nehmen SpongeBob, ist okay. Und dann... Ja, komm. Komm, er ist eine Raupe und Schmetterling. Wir nehmen den Blumengleiter. Gut, einmal switchen bitte und dann nehmen wir uns den Federcup vor. Auf geht's. Athen auf Abwägen aus Mario Kart Tour. Der Federcup hat voll das schöne Logo. Und generell auch die Idee Federcup, voll geil. Feier ich. Warum zahlen denn... Warte, okay. Ah, es ist... Okay. Ja, ist Athen, heißt Stadtstrecke, ne? Mario Kart Tour, wer jetzt gedacht? Oh, Gottes Willen. Wo muss ich denn hier lang? Ich war noch nicht in Athen. Griechenland zieht mich jetzt aber auch nicht so an, muss ich gestehen. Ist doch Griechenland, ne? Freunde, ich... Könnte mich hier schon wieder zum Affen machen. Also, das wäre jetzt nichts Neues, aber ich könnte mich wieder drastisch blamieren. Auch nichts Neues, aber bitte korrigiert mich wenigstens in den Kommentaren, wenn ich doof bin, okay? Ich bin doof, ich akzeptiere das auch und ich sehe es auch ein und, ne, aber bitte lasst mich nicht im Dunkeln stehen. Sieht so Athen aus? Mit den Höhlen? Und, ja, hier den römischen Litfaßsäulen, okay? Ja, das sind tolle Säulen. Aber irgendwie auch eine ganz schöne Strecke. Ein bisschen verwinkelt, ein bisschen kurvig. Aber das sind die Stadtstrecken ja alle. Spielt sich halt eher... Oder, ja, spielen, ne? Fährt sich halt eher wie so eine... Aua. Wie so eine Wüstenstrecke, ne? So staubtrockene Dünen oder Kanimani-Wüste oder sowas. Okay, die ist schon sehr eintönig. Beziehungsweise halt auch sehr, sehr, sehr geradlinig, ne? Das hier ist halt alles andere als gerade. Ich bin auf dem ersten, Freunde. What's wrong, Alter? Ich war skilltechnisch nie weg gewesen. Das hier erinnert mich einfach nur an DK Chicane. Wie ich als Kind auch einfach immer Schikane gesagt habe, ne? Was überhaupt keinen Sinn macht, aber egal. Himmel! Wo kommt... Die sind aus Galaxy, die Dinger. Okay, das finde ich geil. Ich würde ja fragen, ob es die früher auch schon gab, aber die Strecke ist ja... Aua. Mehr oder weniger neu.
Also für mich auf jeden... Oh, das war's schon. Für mich auf jeden Fall, weil ich habe ja Tour nicht gespielt. Und das passiert auch, glaube ich, in diesem Leben nicht. Ich weiß... Mobile Games? Mobile Games Let's Play? Ich, Freunde, es tut mir leid, ne? Ich opfer viel für... Wirklich. Und ich opfer auch... Aber Mobile... Nee. Sorry. Da bin ich raus. Da bin ich einfach raus. Oh mein Gott. Daisys Dampfer vom Nintendo GameCube. Kann es sein, dass es die Strecke nochmal auf dem DS gab? Also für Mario Kart DS, weil daher kenne ich's. Oder gab es die Strecke für Wii? Und war da eine Retro-Strecke? Oh, die Mucke, ne? Oh, ein Traum. Was hab ich mich über diese Strecke gefreut? Also, ne? Als ich den Trailer gesehen habe, ne? Ich hab sowieso vor Freude geschrien, weil, aller Freunde, einfach Koopa Cup. Koopa Cup und Mondblickstraße. Ey, das ist die zweitbeste Welle. Neben der dritten war es, glaube ich, ne? Mit Blätterwald und dem ganzen anderen. Ich hab's schon wieder vergessen, aber mit dem ganzen anderen Bums. Da einfach crazy. Wie sie jetzt einfach noch raushauen. Und auch mit den Charakteren, ne? Ich bin ja echt sehr gespannt, ob sie mit der letzten, also mit der sechsten Welle bis zum Ende des Jahres warten werden. Also bis, ja, so, ne? November, Dezember. Weil, Alter. Uns jetzt hier nochmal ficken. Ja, das sowieso. Das kann Nintendo besonders gut. Uns jetzt nochmal so knapp 5 Monate warten lassen. 4,5. Okay, Entschuldigung. Das wäre schon... Das wäre auch einfach gemein. Weil, weiß ich nicht. Am Anfang war der Abstand so... Ja, alle 3 Monate. Jetzt weiß kaum noch einer, dass hier Strecken für rauskommen, gefühlt. Also, Alter! Wenn hier in den Directs nicht noch gesagt werden würde... Okay, logisch, da wird es keiner mitkriegen, ne? Also generell alle Spiele. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn der Booster-Streckenpass einmal angekündigt worden wäre, so nach dem Motto, ja, ne, Strecken bis Ende 2023, alles schön und gut, alles toll, alles supi. Und dann immer nur so kurz so nebenbei. Auf Twitter oder Instagram-Post. Ja, hier neue Welle ab morgen, ne? Aber es wird halt A, niemand mitkriegen und es wird halt auch B, irgendwann niemanden mehr jucken. Das wird einfach untergehen. Und, ja. Das wäre schade. Das wäre einfach schade. Und zu guter Letzt die Mondblickstraße aus Mario Kart Wii. Oh, ich bin dumm. Das ist jetzt das dritte Rennen. Ja, ich bin eins gut in Mathe. Also im Zählen. Yikes. Bombe! Kann man da oben wieder langfahren? Wie in Wii? Das finde ich sehr toll, weil das habe ich geliebt. Ich feiere den Remix aber nicht so. Also von der Musik. Muss ich gestehen. Ja, das Original fand ich ein bisschen besser. Klar, ne? Sie haben es ein bisschen aufgepäppelt, ne? Alles schön und gut. Und man hört es auch raus, dass es... Also, ne? Welcher Track das ist, ne? Man erkennt ihn wieder. Geiler Bitch-Slap. Aber ich fand das Original besser. Das war ein bisschen aufdringlicher. Und das hat die Strecke ausgemacht. Weil du wurdest von allem gerammt. Alles hat dich mitgerissen. Alles hat dich überfahren. Alles hat dich umgefahren. Das war schon... Aber Mario Kart Wii ist eh ein ganz anderes Fahren. Das kannst du nicht mehr vergleichen.
Alter! Ja, man kann die Autos nicht abschießen? War das nicht früher so? Oh, ich komme nur mit Bomben, ne? War das so? Hilfe! Oh, ich bin auf dem ersten und werfe eine rote nach vorne. Ja. Ein smarter Typ, ja. Wie der Wiggler sich aufregt, wenn er getroffen wird. Wie süß. Oh, Bombe. Nicht mehr so süß. Warum werfe ich die Banane weg? Ich habe länger kein Mario Kart gespielt. Bitte seht's mir nach. Ja, genau. Wo bleibt der denn? Ach, ich war gar nicht Erster. Ciao, Bella. Es sind aber nicht dieselben Autos und LKWs, ne? Wie in Wii. Ja, doch, das fällt... Okay, die Bob-Oms, ne? Diese Bob-Om-Wegen, die haben sie hinzugefügt. Aber ansonsten sieht alles aus wie von Toads Autobahn. Vom N64 meine ich jetzt. Die schon ohnehin in Mario Kart 8 vertreten war. Auch jetzt ohne Booster-Streckenpass. Ja, die Folge wäre jetzt auch ein bisschen kurz gewesen, wenn das letzte Rennen gewesen wäre. Aber gut, wie gesagt, eins gut in Mathe. Bart-Parcours. Eine neue Strecke? Scheint so, ne? Okay, die macht mir irgendwie Angst. Die ist mir irgendwie ein bisschen zu bunt, ein bisschen zu crazy und der Wasserhahn tropft. Ich dachte, Mario hat jetzt nach dem neuen Film, also nach dem Mario Bros. Film, wieder seine Arbeit aufgenommen als Klempner, aber gut, hier war er wohl noch nicht. Da ist ein Quietschehändchen mit einer Mario-Mütze. Und jetzt geht's in den Abfluss und das hier ist mit Sicherheit... krokant. Alter. Digga. Hallo. Oh, Robo-Cheep-Cheeps. Oh Gott, Hilfe, das Handling ist auch sehr gut. Achso, das war Seife. Okay, ich dachte, das wären andere Arten von Flüssigkeiten gewesen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, warum ich bei Lila ausgerechnet so reagiere. Okay, die Strecke ist irgendwie weird. Kann man sich bestimmt dran gewöhnen. Aber irgendwie finde ich die strange. Ach, ich muss ja gar nicht A gedrückt halten. Ich habe ja wieder hier den, ne? Hier, ich habe wieder Tempomat an. Hui. Ist irgendwie voll die süße Idee mit dem Badezimmer, aber... Alter, das Scheißhaus ist kaputt. Oh mein Gott. Hey, wie cool. Okay, das finde ich jetzt wiederum, ne? Cool. Bandages. Orden. Oh, der Wecker, 10 nach 10. Zeit für einen Knopper. Okay, dass es da jetzt nochmal so einen kleinen kurzen Secret Way gab, das fand ich cool. War das nicht schon die letzte Runde? Ja, okay, ich dachte ja auch vorhin, da sei das letzte Rennen. Ne? Ich bin heute anscheinend irgendwie generell hängen geblieben. Alter, Shy Guy, du kannst nicht mal an der Rosette lutschen. Alter! Komm mir jetzt hier nicht so. Ja, natürlich. Ich habe keine Münzen mehr. In der letzten Runde, im letzten Rennen des Cups natürlich wieder absolut hops genommen. Absolut gemario-kartet. Vierter Platz. Es ist nichts mehr zu retten, weil ich fucking zwei Bananen krieg, die sich das Spiel auch rektal mal reinschieben kann. Yoshi hat einen Pilz. Oh, ich bin Zweiter. Keine Ahnung, wie ich das noch gemacht habe. Das ist der jahrelange Skill. Ja, das kommt durch die Let's Plays. Ich sag ja, ein smarter Boy. Richtig gut.
Das war doch eigentlich ein ganz guter Schnitt. Ja, natürlich wieder nur ein Stern, ne? Das muss ich irgendwann mal offscreen nachholen. Ja, ich weiß, ich hab's immer noch nicht gemacht. Freunde, ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen des Feder Cups, dem ersten neuen Cup der fünften Welle, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.